Hallo meine Lieben, mein Name ist Katrin und ihr seid hier auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet. Und heute habe ich versprochen, mal wieder Face-to-Face zu machen, auch wenn mir das immer noch so ein bisschen unangenehm ist. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, wenn ihr geht, lasst ihr auch ein Abo da. Würde mich freuen. Und hier gibt es alles rund ums Diamond Painten. Chaos auf allen Enden. Cross-Stitching mache ich jetzt. Und wenn mir irgendwas anderes über den Weg läuft, dann das natürlich auch. Ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, heute gibt es nämlich was zu gewinnen. Das wird es jetzt jede Woche geben. Dann bleibt bis zum Ende dran. Dann erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Ich habe diese Woche total viel Hörbuch gehört. Habe ich ja schon gesagt, gerade beim Diamond Painten, aber auch beim Cross-Stitchen, aber auch bei der Hausarbeit. Oder teilweise, wenn das Buch richtig gut ist, sogar beim Gassigehen mit dem Hund, habe ich ein Hörbuch auf dem Ohr. Und ich habe diese Woche gehört, und zwar wirklich an einem Tag, in einem Rutsch durch, das Klagen der Möwen. Ein Sylt-Thriller steht noch drunter. Und zwar ist der von Daniela Arnold. Habe ich auf BookBeat gehört. Das Buch an sich war nicht herausragend, aber es war ein total stimmungsvoller Thriller, der auch so ein bisschen in den Herbst gepasst hat, wegen diesem Sylt-Feeling eben auch. Bist du bereit für die dunkle Seite der Wahrheit? Maries Leben verwandelt sich in einen Albtraum, als die Babysitterin ihres Sohnes brutal ermordet aufgefunden wird und alles auf ihren Mann als Täter hindeutet. Als auf der Insel eine wahrhafte Hetzjagd entbrennt, bei der ihre Familie im Zentrum des Hasses steht, geht es für Marie plötzlich um alles. Bei ihrer Suche nach der Wahrheit, um ihre Familie zu retten, stößt sie in der Vergangenheit ihres Mannes auf düstere Ereignisse, deren Schatten bis in die Zukunft reichen. Doch dann wird plötzlich eine weitere Leiche gefunden und Marie begreift, dass der wahre Ursprung des Bösen tief in ihr selbst verborgen liegt. Das war tatsächlich ein Thriller mit einem Plot-Twist, den ich jetzt nicht erwartet hatte. Man hat ja oft Thriller, wo man dann denkt, okay, man weiß jetzt, wie es ausgeht, und das denkt man bei dem auch. Und dann kommt es aber anders und irgendwann ist auch das Ende, das es dann gibt, absehbar, aber noch nicht so früh. Also ich fand es super, es war total schön auch gelesen. Ich finde, der Sprecher macht immer auch total viel aus, also für mich zumindest. Und wie gesagt, das habe ich in einem Tag durchgehört. Ich höre auch auf, je nach Originalsprechgeschwindigkeit des Buches, höre ich eben auch auf 1,2 oder 1,5-fachem Geschwindigkeit. Doppelte Geschwindigkeit kriege ich meistens nicht hin, aber ich steigere mich immer so ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Und daher hatte ich das, ich glaube, ich habe es auf 1,5 gehört, ziemlich schnell durch. Ich habe das Buch bei BookBeat gehört. Da ist das auch das Geniale, dass ich halt so viele Bücher, wie ich möchte, in dem Monat hören kann mit meinem Abo-Modell. Und das ist großartig. Da muss ich mir echt keine Gedanken machen, okay, gefällt es mir oder nicht. Wenn mir was, denke ich, gefällt, höre ich rein. Und wenn es mir dann nicht gefällt, gut, dann zum nächsten Buch. Aber ich kann halt so viel hören, wie ich will. Das ist großartig. Ich habe euch das unten mal verlinkt. Meinen Freundschaftslink. Damit könnt ihr das einen Monat lang kostenlos testen und so viele Bücher hören, wie ihr möchtet, wenn ihr Lust auf das Buch habt. Wirklich, also ich fand es super. Hat super für mich auch zum Thema Herbst gepasst. Passen für mich Thriller irgendwie immer rein. Und ich habe mich halt bei dem auch mit dem Sprecher sehr, sehr wohl gefühlt. Dann habe ich gehört von einem meiner Lieblingsautoren in Sachen Thriller, nämlich Simon Beckett. Ich liebe Simon Beckett, ich liebe die Hunter-Reihe. Und da gibt es ein neues Buch, andere Reihe. Es ist jetzt die Jonah Colley-Reihe, also Band 1. Und zwar Die Verlorenen. Das Buch ist sehr schwer zu beschreiben und auch sehr schwer zu fassen. Weil da muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren, um dem wechselnden Handlungssträngen folgen zu können.
Fand ich an ein paar Stellen schwierig. Ich würde auch sagen, an ein paar Stellen wurde mir das Ganze langatmig. Und der Kommissar hat mir gut gefallen. Also bei solchen Reihen muss einem der Ermittler ja auch gefallen. Mir zumindest muss der Ermittler dazu sagen. Auch hier lese ich euch mal kurz vor, worum es geht. Ich bin nicht so gut in Bücher erklären. Ich vergesse vieles einfach danach, auch weil ich so viele Sachen höre. Daher hier auch mal der Klappentext. Als Jonah das Blut roch, war ihm klar, dass er in Schwierigkeiten steckte. Jonah Colley ist Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei. Seit sein Sohn Theo vor 10 Jahren spurlos verschwand, liegt sein Leben in Scherben. Damals brach auch der Kontakt zu seinem besten Freund Gavin ab. Nun meldet sich Gavin so überraschend und bittet um ein Treffen. Doch in dem verlassenen Lagerhaus findet Jonah nur seine Leiche. Daneben 3 weitere Tote, fest in Plastikplatten eingewickelt, sehen sie aus wie Kokons. Eines der Opfer ist noch am Leben und für Jonah beginnt ein Albtraum. Der Auftakt einer atemberaubenden neuen Thriller-Serie von Bestsellerautor Simon Beckett. Genau, Jonah ist der Ermittler auch. Und auch hier gehen wir so ein bisschen in die Vergangenheit. Ich mag das, wenn Ermittler Tiefe haben. Also wenn man so ein bisschen von den familiären Problemen oder Sachen hört. Ich finde, für mich darf es aber dann nicht zu viel sein. Es gibt auch Serien, wo das dann tatsächlich mir zu viel, zu tief dann in den Ermittler reingeht. Aber hier haben wir auch ja natürlich einen Ermittler mit Problemen, ist klar. Aber in der Hunter-Reihe ist es ja ein Forensiker. Hier ist es tatsächlich ein Ermittler der Polizei und des FBIs. Und im Laufe des Buches kommt, wir haben ja gerade gehört, er findet diese Leichen und er gerät natürlich selber auch in den Fokus der Ermittlungen. Es gibt auch hier einige Plot-Twists. Wie gesagt, zwischendrin war es ein bisschen langatmig, fand ich. Wie gesagt, zwischendrin war es ein bisschen langatmig, fand ich. Und es fiel mir teilweise auch schwer zu folgen. Aber weil ich abgelenkt war mit, also ich brauche was, was so durchspielt. Aber es ist ein sehr gutes Buch und ich glaube, es ist der erste Teil einer Reihe, dass das steigerungsfähig ist. Absolut. Und da bestimmt noch einiges kommen wird, weil wie gesagt, der Ermittler ist mir sehr sympathisch gewesen. Und das Ende war mal wieder typisch Simon Beckett. Das war super. Hat mich auch sehr, sehr unterhalten. Auch das habe ich bei BookBeat gehört. Gibt es aber auch bei Audible. Dann lese ich, beziehungsweise auch hier höre ich, ich kann das leider tatsächlich kein Buch hier hinhalten, Sully Devious von Maren Johnson. Ich höre das englische Buch. Im Deutschen heißt es Allingham Academy 1, was geschah mit Alice? Das sind drei, eine Trilogie. Und das deutsche Buch kann man bei Audible hören. Ich verlinke euch die Titel alle unten. Beziehungsweise die Bücher. Vielleicht möchte es auch jemand lesen. Ne? Nur weil ich nicht zum Lesen haptisch komme. Ne? Ich denke, das wird jetzt auch wieder besser im Herbst. Weil ich mag es auch einfach, ein Buch in der Hand zu haben. Haptisch und zu fühlen und zu riechen. Ich liebe es. Ich liebe auch den Geruch von alten Büchern. Wie gesagt, ich höre die englische Vertonung. Die gibt es halt bei BookBeat. Ne? Also die deutsche gibt es exklusiv bei Audible im Moment und die englische könnt ihr aber auch bei BookBeat zum Beispiel hören. Und ich dachte mir, okay, ist ein Jugendbuch, hören wir mal die englische. Komme ich natürlich nicht ganz so schnell voran, weil die höre ich tatsächlich auf normalem Speed, weil ich da auch ein bisschen besser aufpassen muss, um eben da nichts zu verpassen. Und es geht hier um ein Mädchen, das in eine Schule kommt für ganz besonders begabte Menschen, also keine magisch begabten Menschen, sondern Leute, die irgendeine Begabung haben, künstlerisch, analytisch, wie auch immer. Und sie befasst sich gerne mit True Crime, mit Sherlock Holmes, Mystery, Agatha Christie, das sind ihre Lieblingsautoren. Und sie möchte ermitteln und Geheimnisse findet sie toll und Rätsel löst sie super, super gerne. Und das Buch fängt schon an mit einem Rückblick in diese Akademie, weil da darf man umsonst hin. Der es gemacht hat, ist Milliardär und möchte besondere Kinder fördern und hat auch eine eigene Tochter und die verschwindet. Das ist schon sehr lange her. Und
60, 80 Jahre, 60 Jahre. Sehr lange. Wie gesagt, ich kann mir solche Sachen nicht merken. Vielleicht muss ich sie mir nächstes Mal für euch ein bisschen aufschreiben. aber ich wollte das jetzt abgedreht haben, weil ich es euch ja von, eigentlich gestern schon versprochen hatte. Und ja, Alice heißt die Tochter. Und das Mädchen, was jetzt auf diese Akademie kommt, auf diese Schule, in die man 2 Jahre gehen kann. Und es sind alles komische Kauze, alle mit irgendwelchen ganz speziellen Kinder einfach. Keine magischen Sachen. Und die versucht jetzt dieses Rätsel zu lösen, wo dieses Mädchen hingekommen ist. Man muss dazu sagen, der Vater, der die Schule gegründet hat, der hat ja auch Geheimgänge einbauen lassen und lustige Sachen, weil er einfach Rätsel mochte. Und ja, also wer Harry Potter mag ohne Magie, mit Mystery, ein bisschen Rätseln, ist da komplett richtig. Ich bin auch nicht durch. Ich höre da noch dran. Ich habe da jetzt, glaube ich, 18% gehört auf BookBeat. Und freue mich drauf zu erfahren, wie es weitergeht. Das stand schon sehr lange auf meiner Zu-lesen-Liste. Und vielleicht kann ich euch ja nächste Woche schon sagen, wie es mir gefallen hat. Bisher finde ich es super, auch im Englischen, völlig in Ordnung. Ja, und dann hat mich am Mittwoch, habe ich ja ein Pop-up Live gemacht, einen Livestream. Das mache ich immer spontan, weil ich mich auf keine Zeit festlegen kann. Dazu ist jetzt zu viel los, dazu bin ich zu chaotisch. Ja, da möchte ich euch nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Und Mittwoch habe ich eben den Wippen Chat nicht geschafft zu filmen für den Mittwoch und habe einen Live gemacht. Und da hat mir eine Abonnentin, sorry, ich weiß nicht mehr welche, aber danke dir, nämlich einen Tipp gegeben. Wir haben über Hörspiele gesprochen und dass ich zum Einschlafen gerne 3 Fragezeichen höre oder ähnliches, weil ich eben keine Hörbücher zum Einschlafen hören kann oder möchte, weil ich schlafe ja dabei irgendwann ein. Natürlich kann ich bei BookBeat als auch bei Audible einen Sleep-Timer anmachen, dass es nach 30 Minuten, nach 10, nach 15 ausgeht. Aber trotzdem schlafe ich ja in dieser Zeit irgendwann ein und habe dann meistens ein Stück verpasst. Und gerade bei Thrillern oder so muss ich dann wieder zurückspulen. Und das nervt mich. Ist zwar kein Problem, aber ja. Also höre ich lieber kürzere Sachen wie so ein 3-Fragezeichen-Kids oder vielleicht nochmal ein 3-Fragezeichen oder ähnliches. Und die Abonnentin hat mir den Tipp gegeben, mir doch mal das Hörspiel Ghost Sitter anzugucken. Gibt es exklusiv bei Amazon Prime. Und es sind auch Kinderbücher, die vertont wurden, die aber ganz besonders vertont wurden. Und zwar mit ganz tollen Stimmen. Unter anderem Wiegald Boning, Christoph Maria Herbst, Hugo Egon Balder und auch Bernhard Hoeker. Es ist großartig. Es ist großartig. Ich habe gestern tatsächlich die erste Staffel durchgesuchtet und bin gerade dabei, die zweite zu hören. Super. Es ist ein Junge, der Tom, der hat, ist ein Waisenkind und wurde von einer älteren Frau adoptiert, die er Oma nennt. Und der ihr Bruder vererbt Tom eine Geisterbahn und ganz viel Geld. Eigentlich vererbt er ihm ganz viel Geld. Und um dieses Geld zu kriegen, wenn er 18 ist, Tom ist, glaube ich, 14, muss er die Achterbahn des Onkels führen in diesen 4 Jahren. Und zwar so, dass sie lukrativ bleibt. Und dann kriegt er diese Millionen. Und nach kommt Tom eben immer mehr dahinter, was es mit dieser Geisterbahn auf sich hat. Und zwar hat er nicht nur die Geisterbahn geerbt oder muss sie weiterführen, sondern auch das, was in dieser Geisterbahn drin ist. Und diese Monster sind nämlich alle lebendig. Und er ist jetzt der Sitter dieser Monster. Und die erleben Abenteuer, sind super liebe Monster. Es ist zum Beispiel ein Zombie mit einem Hasen. Und der Hase heißt Odor, weil er so stinkt und man ihn nicht waschen darf, weil sonst der Zombie ausflippt. Christoph Maria Herbst spricht den Vampir. Es ist einfach nur göttlich. Und der Anwalt, der das Ganze macht, der eben den Deal einstiehlt, beziehungsweise ihm dieses Testament verliest und auch später immer mal wieder ins Spiel kommt, wird von Hoeker gesprochen. Und es ist, oder was, Wiegald Boning? Nein, es ist Wiegald Boning. Und es ist einfach großartig.
Ich liebe es. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir das empfohlen hast. Das macht so einen Spaß. Großartig, wirklich, wirklich schön. Mit den ganzen Stimmen ist es wirklich kein Hörbuch, es ist ein Hörspiel. Und es gibt, glaube ich, schon 11 Staffeln oder so. Es gibt auch eine Buchreihe dazu, habe ich jetzt gesehen. Und die erste Staffel des Hörspiels deckt, glaube ich, die ersten 2 Bücher der Buchreihe ab. Großartig. Das ist es, was ich gehört habe diese Woche. Ist schon ein bisschen was, ne? Jetzt kommen wir zu dem, weshalb ihr eigentlich eingeschaltet habt, wahrscheinlich. Was habe ich denn so für Drills and Chills gemacht diese Woche? Also, fangen wir mal an mit meinem Stickprojekt. Und zwar sticke ich von, das Muster habe ich von Etsy, von The Witchy Stitcher, dieses hier. Creepy Crafter fand ich großartig. Ich finde es super, ich finde die Farben toll und mit dem schwarzen Stoff und ich fand, das passt doch irgendwie, oder? Und so weit bin ich bei dem gutsten Stück. Das Creepy ist schon halb fertig und ich finde den Farbverlauf hier, so im Hellgrün ins Dunkelgrün reingeht, ganz, ganz toll. Also das gefällt mir sehr gut. Und auf diesem schwarzen Stoff kommt das halt auch super, super rüber. Ich sticke auf 14 Count AIDA mit 2 Fäden. Und es ist mein erstes größeres Stickprojekt. Vorher habe ich nur so kleinere gemacht. Hier sind die Farben, die ihr nochmal sehen wollt. Die finde ich toll, oder? Ich finde sie richtig, richtig toll. Das Muster verlinke ich euch. Dann habe ich aber vorher, ich habe schon eins beendet, das hier gemacht. Das ist aus meiner kleinen Stickbox zu Nightmare Before Christmas. Eins der Muster, das habe ich euch schon gezeigt. Und da habe ich jetzt als erstes Zero gemacht. Das habe ich so, ist ja nicht goldig. Ich finde ihn super, super süß. Habe ich tatsächlich im Auto gemacht, auf dem Weg zum SUP-Fahren. Wir waren ja 2, 3 Mal SUP-Fahren, wo das Wetter jetzt noch so schön war die Woche. Und da habe ich Zero gestickt. Es ist so klein, das kannst du einfach mitnehmen. Ne? Das war nur schwarz, das Orange habe ich dann, den Kürbis habe ich dann hier zu Hause gemacht. Aber ansonsten war es ja nur schwarz. Das heißt, ich musste da nicht so viel mitschleppen und das ist super. Darum habe ich auch mit dem Sticken eigentlich angefangen. Diamond Paintings lassen sich so schlecht mitnehmen. Im Auto oder im Krankenhaus mit meiner Mutter oder wenn ich meine Mutter besuche oder wenn man bei meinem Arzt wartet. Oder da lässt sich schlecht ein Diamond Painting mitnehmen, aber so ein Stickprojekt, so ein kleineres, lässt sich da super mitnehmen. Ich habe hier übrigens den Needleminder, der da ganz toll zu passt. Hier diesen Mond. Der ist von Crafted Wedding. Ja? Das sind ja alles eigentlich, was wir so nutzen als für unsere Plastikfolie zum Hintenbleiben. Coverminder sind ja eigentlich Needleminder, also wo man die Nadel so dran machen kann, weil sie magnetisch sind. Und jetzt kommen wir mal zu den Diamond Paintings. Da war ich auch ziemlich fleißig und zwar mein erstes Projekt, das ich ja für Drills and Shills angefangen hatte, von Picasond, der Totenkopf. Habe ich ja von Picasso zur Verfügung gestellt bekommen, um es mal zu testen. Und da bin ich schon relativ weit. Ich habe hier jetzt gearbeitet, wie ich sonst nicht arbeite. Aber es ist halt nur 40 mal 40. Da geht das. Ne? Da konnte ich, wie rum halte ich es euch denn so? So rum halte ich es euch. Da konnte ich das machen, dass ich jetzt nicht so Kästchen für Kästchen gearbeitet habe, sondern ich habe mich erstmal so außenrum gearbeitet. Und dann habe ich hier das gemacht und jetzt hier unten habe ich auch schon ups, ein kleines bisschen was und die Umrandung mit den Leuchtsteinchen habe ich auch schon, weil hier das außenrum und dann die Zähne ist ja mit Leuchtsteinchen. Also da bin ich mir sicher, dass ich das diese Woche beenden werde. Bisher der Kleber sehr gut, die Steinchen sind auch super. Das Rendering ist nicht unbedingt meins. Also es ist hier auch im Schmetterling und in den Blumen sehr viel Konfetti, das ich bei so einem Bild nicht für nötig halte. Also bei so einem Bild, genauso wie hier ist ein weißes Steinchen drin, da nicht, finde ich, könnte man ein klareres, crispier
ein klareres, straighteres Rendering machen, ja, weil die Blume, da kann man, muss man jetzt wirklich kein Konfetti reinmachen. Aber ist, wie es ist, also ist es trotzdem, ist es schön. Wie gesagt, es ist ja auch Geschmackssache. Ja? Mein Rendering, wie gesagt, ist es so nicht. Und darum bin ich auch noch nicht fertig, weil es halt schon einiges an Konfetti hat. Jetzt im Totenschädel, denke ich, wird es relativ schnell gehen. Also mein Totenschädel von Picassant wird diese Woche mit Sicherheit fertig. So, und jetzt noch mein letztes Projekt. Ich nicht alles mache hier. Und das habe ich mit euch im Live nämlich angefangen. Achtung, ob das hier mit dem Frontzeigen so klappt. Ich gucke mal auf nächste Woche. Die kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht richtig drauf. Die Scabbity Cats. Jetzt bin ich weg. Da bin ich weg. Die Scabbity Cats. Und da habe ich hier unten, das habe ich ja im Live mit euch angefangen, hier unten das Kästchen gemacht. Und wie immer, ich liebe die eckigen Steinchen von Diamond Art Club. Das ist Scabbity Cats. Diamond Art Club von dem Künstler Jeff Haney. Hier die Ecke hier unten habe ich schon fertig. Dufeas Welt arbeitet übrigens auch an diesem Bild. Genau, die arbeitet sich ein bisschen anders voran. Schauen wir mal, wie ich da so weiter mitkomme. Ich habe noch ein paar andere Halloween- und beziehungsweise Drills and Chills, also auch herbstgeeignete Bilder hier. Und ich packe euch ja jetzt montags immer eins davon aus. Und wenn der Totenkopf fertig ist, fange ich bestimmt auch noch eins an, weil ich brauche immer ein eckiges und ein rundes zum Ausgleich. Meistens zumindest, immer. Das ist ein ziemlich schweres Wort, aber meistens habe ich eben beides hier. Ich hoffe, dieser kleine Rückblick in die Woche hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir nämlich noch zu was ganz Bestimmtem. Wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, habe ich noch was für euch. Und zwar habe ich groß eingekauft bei Craft the Wedding, und zwar den Bienchenduft-Rugs für Diamond Paintings. Und da ich das nicht alles selber verpainten kann, habe ich mir gedacht, oder deshalb habe ich es gekauft, ich verlose. Ich verlose jetzt jede Woche während Drills and Chills in meinem Wochenrückblick ein Bienchenwachs. Manchmal so ein Döschen, manchmal eine Praline. Das hier ist der Duft, mit dem ich im Live am Mittwoch diese Woche in dem bei dem Scabbity Cats gepaintet habe oder das ich gerade in Gebrauch habe. Und zwar ist das der Herbst-Sonnenaufgang. Und der riecht wie eine Mischung aus fruchtig und klarer Herbstluft. Ein bisschen Apfel, ein bisschen Wald, finde ich. Aber hat sehr fruchtig, wie ein Sonnenaufgang, wie ein Cocktail. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Und darum finde ich den gerade passend, weil jetzt für den Übergang von Sommer zu Herbst noch super ist. Ich möchte jetzt, auch wenn es noch so lecker riecht, noch keinen zimtigen Apfelkuchenduft um mich herum haben. Also, da ich das Pralinchen gerade in Gebrauch habe, könnt ihr dieses Döschen mit dem Wachs, könnt ihr gewinnen. Und zwar könnt ihr das gewinnen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, Herbst. Schreibt mir einfach Herbst in die Kommentare. In dem Satz einzeln, völlig egal. Was ihr auf keinen Fall reinschreiben dürft, ist Giveaway oder Gewinnspiel. Also nicht, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen oder ich möchte am Giveaway teilnehmen. Bitte das Wort Giveaway oder Gewinnspiel und oder nicht in den Kommentaren verwenden. Das muss ich leider dann löschen, weil solche Wörter Leute anziehen, die in YouTube einfach nur nach dem Wort Giveaway oder Gewinnspiel suchen. Und die wollen wir nicht haben. Das ist hier, soll für meine Abonnenten sein, soll für die sein, die hier immer einschalten und dabei sein als kleines Dankeschön, dass ihr bei Drills and Chills bzw. Bora und Schüttelfrost eben auch dabei seid. Und daher, wie gesagt, das bitte nicht in die Kommentare schreiben, sondern einfach Herbst, gerne in einem Satz, in die Kommentare. Dann könnt ihr das hier gewinnen. Den Gewinner verkünde ich nächste Woche in meinem Wochenrückblick. Und jetzt, apropos Drills and Chills und Bora und Schüttelfrost, jetzt, nach meiner Verabschiedung, zeige ich euch noch
alle Bilder, die mit dem Hashtag Bora und Schüttelfrost in Instagram gepostet wurden. Wenn ihr da auch noch mitmachen wollt, postet euer Bild mit dem Hashtag Bora und Schüttelfrost 2021 in Instagram. Und dann kann ich die Bilder eben hier auch mit zeigen. Ich finde es super, wie viele mitmachen. Und wie gesagt, wer nicht weiß, worüber ich spreche, guckt in mein Drills and Chills Video, mein erstes, in dem ich erkläre, worum es bei Drills and Chills geht. Es ist ein Event, ein amerikanisches. Und wir haben halt hier gesagt, mit dem Hashtag Bora und Schüttelfrost 2021 können wir gucken, wer von uns hier alles noch mitmacht. Und die Bilder zeige ich euch jetzt. Ich verabschiede mich aber jetzt schon mal. Super, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Abonnieren. Ihr seid die Besten. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Am Sonntag gibt es ein Mystery. Und bis dahin, passt bitte gut auf euch auf. Bleibt immer schön kreativ und vor allen Dingen super entspannt. Bis dahin, see ya!